Hallo und herzlich willkommen bei die Sachsengriller. Ja, wie ihr seht, Altenburg hat uns noch nicht losgelassen. Wir sind noch hier, weil das gute Winterbier schmeckt uns sehr gut. Und daraus wollen wir natürlich noch ein paar Rezepte machen. Heute machen wir ein Käse-Biersuppe. Genau, und auf die Idee hat uns gebracht unser lieber guter Freund, unser Grillbiberfreund, der Ronny von Roh82. Instagram-Link findet ihr bei uns unter dem Video. Guckt einfach mal nach, der macht nicht nur richtig geile Bilder, der hat auch richtig geile Rezeptideen. Eines davon seht ihr heute. Aber warum jetzt das Bier in dieser Suppe? Gute Frage. Was denkt ihr? Tja, ich denke einfach mal die kräftigen Aromen, das Malzige. Genau, also passt. Diese Malzaromatik mit den Spezialmalzen, die da drin verbraut sind, muss man wirklich sagen, es passt in die Zeit. Es wird langsam kälter, scheinbar. Irgendwann mal. Und jetzt würde ich sagen, lasst uns einfach mal anstoßen. Genau, anstoßen und dann fangen wir. Genau, und jetzt guckt euch beim Anstoßen mal diese Farbe an. Ein mega geiles Kupfer. Ja. An dieser Stelle, zum Ronny, falls du das siehst, recht vielen Dank nochmal. Findest dich unter dem Video wieder. Auf dich. Für unsere Käse-Biersuppe benötigen wir auch ein paar Zutaten. Die genauen Mengenangaben findet ihr bei uns im Rezept auf der Webseite. Und zwar Kochsahne. Nutzen würden wir das Altenburger Winterbier. Wir brauchen Wasser, Zwiebeln, Knoblauch, Öl, gekörnte Brühe. Ja, das ist Instant-Brühe, ist aber auch bloß getrocknetes Pulver. Und Zucker. Gute Butter darf natürlich nicht fehlen. Einen schön kräftigen Bergkäse und etwas Mehl. Ja, wie ihr seht, offenes Feuer, Dutch Oven, Holz drunter, Unterhitze. Den FT9 haben wir heute. Und da beginnen wir jetzt erstmal mit etwas Öl und für den Geschmack natürlich die gute Butter. Das lassen wir erstmal alles schön zergehen. Ist dann unsere Butter leicht geschmolzen, geben wir jetzt die Zwiebel und den Knobi hinzu. Und das Ganze aber nur kurz anschwitzen, bis das ein bisschen blasig ist. Und ihr wisst ja, dem Knoblauch nicht zu viel Hitze aussetzen. Der soll wohl bitter werden, wenn er verbrennt. Zwiebel ist leicht glasig, jetzt kommt das Mehl hinzu. Und das aber Stück für Stück immer mit einrühren. Das soll letztendlich eine Mehlschwitze werden. Und zwar so viel Mehl rein, dass wir hier eine richtig schöne, dicke, sämische Masse haben. Und mit dem Anschwitzen mit dem Ansetzen der Mehlschwitze könnt ihr auch noch euren Bräunungsgrad der Soße oder Suppe bestimmen. Umso länger ihr das Mehl mit anschwitzt, umso dunkler wird die logischerweise. Aber wir wollen ja hier keine dunkle Soße haben. Deswegen reicht uns das so zu. Und wir löschen das Ganze jetzt mit der Sahne. Dem Wasser. Und natürlich dem besten Rohstoff hier in dem Rezept mit dem Altenburger Winterbier. Das machen wir alles so frei nach Schnauze. Ihr müsstet hier nur darauf achten, das ist ganz wichtig, dass ihr immer einen Rest in der Flasche lasst für den Griller. Und das Ganze lassen wir jetzt erstmal etwas aufkochen. So, hier seht ihr am Rand, beginnt das leicht zu köcheln. Jetzt kommt hier die gekörnte Instantbrühe mit hinein. Dann habe ich vorhin in der Aufzählung vergessen, wir nehmen unser Dutch Oven Gewürz, davon geben wir etwas mit hinein und den klein gewürfelten Bergkäse. Das wird jetzt alles gut miteinander verrührt, abgedeckelt und dafür gesorgt, dass der Dutch Oven ringsrum schöne gleichmäßige Hitze hat. Und ich denke mal, wenn der Käse dann geschmolzen ist und die Konsistenz passt, sind wir schon wieder beim Verkosten. So, wie ihr seht, die Käsesuppe ist schön am Brodeln, der Käse ist geschmolzen, der Duft ist sensationell. Und jetzt muss nur noch der Geschmack passen. Wir nehmen das Ganze von der Hitzequelle, lassen das noch ein bisschen ziehen. Wie ihr seht, wir stehen immer noch hier am Tisch. Wir haben noch unser selbstgemachtes Bierbröt und jetzt gibt es noch die Käsesuppe dazu. Mal verjosten. Sagst du Ditch natürlich. Spitze.
Ich ditch mal mit. Ja, ditch mal mit, aber in der Kombination mit dem Brot und der Käsesuppe. Ist geil. Absolut gelungen. Was ist denn im Brot, dieses leicht süßliche drin? Und jetzt noch dieses kräftige von dem Bergkäse. Eine leichte Malzaromatik. Ganz hervorragend. Und dazu passt natürlich unser Winterbier. Genau. Ja, das würde ich sagen. Haben wir schon eingefüllt. Schön, dass ihr da seid. Danke, dass wir da sein durften. Und dann würde ich sagen, das soll ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Hoffentlich. Zum Wohl. So, ja. Was ja, jetzt noch? Bevor du es vergisst, sag es mal lieber. Ja, ich sag nur, das Rezept ist auf jeden Fall zum Nachmachen empfohlen. Ja, das nächste Mal, glaube ich, ist unser David nicht mehr mit dabei. Deswegen schade. Nur noch den Marco und den André seht ihr dann das nächste Mal wieder. Und ich sag mal ciao, ciao. Ciao. Ciao.